Den dritten Block, den ich ja auch schon genannt hatte, wäre Direct Execution. Und da gehen wir jetzt noch ein bisschen drauf ein. Also, was ich jetzt vorgestellt hatte, war ja Prozesse, Prozesslisten, ja, und wie solche Prozesse geladen werden. Und jetzt muss ich mir einfach mal überlegen, folgendes Problem: Wenn das Betriebssystem einen Prozess lädt, also diese Datenstruktur lädt und dann an die entsprechenden Stellen in mein Betriebssystem reinschreibt, ja, dann lade ich ja das in die Register und ich starte diesen Prozess. Und dieser Prozess läuft dann ja eigentlich auf dieser CPU. Und dann muss ich mir zwei Fragen stellen. Die erste Frage ist: Wie stelle ich eigentlich sicher, dass dieser Prozess jetzt nichts Verbotenes tut? Also stellen Sie sich vor, ich habe das reingeladen, ich habe irgendwas Böses in dem Prozess programmiert, ja, weil ich auf irgendwelche Speicherbereiche zugreife oder eine Operation durchführe, die ich eigentlich gar nicht machen darf. Und wie stelle ich das jetzt eigentlich sicher, dass der Prozess, also A, das nicht macht und B, wie stelle ich eigentlich sicher, dass der Prozess die Kontrolle wieder abgibt? Weil in dem Moment, wo der Prozess in der CPU läuft, habe ich ja keine Kontrolle mehr drüber als Betriebssystem. Ja? Weil, wir gehen jetzt auch immer von dieser Annahme an, ich habe genau einen Kern. In dem Moment, wenn der Prozess läuft, läuft ja nicht das Betriebssystem auf dem Kern. Das heißt, da muss ich mir überlegen, wie kann ich dem Herr werden. Dann habe ich die zweite Frage. Direct Execution, also direkt in der CPU abzulaufen, ist zwar schnell, das ist eigentlich das Schnellste, was ich machen kann, weil das Programm direkt auf der CPU läuft. Aber was passiert, wenn der Prozess eingeschränkte Aktionen durchführen will? Also er möchte zum Beispiel mehr Speicher haben oder er möchte auf IO-Operationen, auf Disk zugreifen etc. Also alles Dinge, die eigentlich mein Betriebssystem verwalten will. Ja, also das sind so Fragestellungen, da muss ich mir überlegen, wie ich da am besten hinkomme. Das Gute ist, müssen wir nicht erfinden, da haben sich schon ganz viele sehr schlaue Menschen Gedanken drüber gemacht. Und diese Lösungsidee oder die Lösung, die es da gibt, die nennt sich User Mode. Das heißt, in der Regel läuft ein Programm, das ich starte und lade in etwas. Das nennt sich User Mode. Das haben Sie vielleicht auch schon mal gehört oder gelesen. Und hier wird nichts anderes gemacht, als eingeschränkt, was das Programm tun kann, also ausführen kann. Zum Beispiel kann es nicht direkt auf IO-Operationen zugreifen. Wenn es das doch versucht, dann wird im Prozessor eine Exception ausgeführt und wird eben dann nicht weitergearbeitet. Da gibt es einen Gegensatz dazu. Das ist der Kernel Mode. Und hier sind alle Operationen erlaubt. Hier sind alle Operationen erlaubt, also insbesondere auch IO-Operationen. Ja? Das sind so diese beiden Modi, die es entsprechend gibt. So. Wenn ein Programm im User Mode ausgeführt wird und jetzt was machen möchte, was eigentlich nur das Betriebssystem machen kann, dann führt es einen sogenannten Systemcall, also Syscall aus. Und so ein Sys oder Syscalls werden eigentlich von allen modernen Betriebssystemen angeboten. Da ist es gleichgültig, ob das ein Linux ist, ein Unix, ein macOS, was ein Unix ist unten drunter. Oder ein Windows-System und sogenannte POSIX-Systeme, also nur mal, dass man da eine Hausnummer hat, die bieten eben mehrere hundert solcher Syscalls an, die man entsprechend aus dem eigenen Programm auch aufrufen kann. Ja? Und der Ablauf, ganz vereinfacht ausgedrückt, ist so bei einem Syscall: Ich führe diese Operation, also diese Methode aus, und das Programm an sich führt dann etwas aus, das nennt sich eine Trap-Instruction oder Trap-Instruktion. Und dann wird in den Kernel reingesprungen und der Code, der ausgeführt werden soll, der startet im sogenannten privilegierten Modus, also in diesem Kernel-Modus. Dann kann er diese Operation aus diesem System Call ausführen, also das, was normalerweise nur das Betriebssystem machen darf. Ja? Und wenn diese Operation fertig ist, dann wird etwas aufgerufen, das nennt sich Return from Trap Instruction oder Instruktion. Und dann ist das eben fertig und dann springt das Programm zurück in den normalen User-Modus, wo es das eben nicht mehr machen kann. Also man springt in diesen Kernel-Modus raus und dann wieder raus. Ja, und da habe ich jetzt so zwei Punkte mal mitgebracht, wo man sich Gedanken drüber machen muss. Die Hardware muss ja darauf achten, wenn ich jetzt so im Kernel-Modus bin,
genügend Bestandteile vom eigentlichen Programm bestehen zu lassen, dass ich es später wieder ausführen kann. Also was würde jetzt passieren, wenn ich dieses Programm, sag ich mal, in diesen Kernel-Modus springe und alle Register überschreibe, ja, den Program-Counter überschreibe, die Instruktionen überschreibe, dann kann ich ja, wenn ich zurückspringe, mein eigentliches Programm gar nicht mehr weiterführen. Das heißt, da muss ich mir überlegen, was bleibt da alles drin. Und jetzt mal ein Beispiel von SIG86-Architekturen. Da werden dann eben Counter, Flags und Register in dem sogenannten Per-Process-Kernel-Stack, die werden reingepusht. Ja, deswegen hatte ich auch vorhin gefragt nach der Datenstruktur-Stack, ob die klar ist. Und das habe ich dann pro Prozess, habe ich so einen Stack, wo ich das alles entsprechend reinpacke. Und wenn diese Return-from-Trap-Instruktion ausgeführt wird, dann werden die Daten alle wieder vom Stack gepoppt, also runtergeholt. Und dann kann ich meinem eigentlichen Programm wieder entsprechend das ausführen. Und solange die gepusht sind, habe ich eben Program-Counter, Flags und die Register für diesen System-Call zur Verfügung. Danach kann ich halt wieder, nachdem ich das alles wieder vom Stack geholt habe, kann ich das Programm wieder im ganz normalen User-Modus ausführen und weiterrechnen. Das wird Stack erkläre ich. Ich mache die und die nächste Folie und dann sprechen wir nochmal über den Stack. Kann ich dann gerne nochmal machen. Genau. Das wird von Betriebssystem zu Betriebssystem unterschiedlich gehandhabt. Ist aber im Grundsatz immer ähnlich. Ja, also jedes Betriebssystem macht das ein bisschen anders intern, aber die Idee ist eigentlich immer das gleiche, dass ich einen Teil von dem Programm erstmal wegsichere und dann nochmal holen kann. Ja. Ich habe noch ein zweites Vorsicht mitgebracht, also noch mehr Vorsicht. Da ist die Frage, woher weiß eigentlich ein Betriebssystem, welchen Code es für solche Systemcalls ausführen darf, ja, oder was ausgeführt werden soll? Ein Programm kann ja bei so einem Syscall keinen Speicherbereich angeben, der ausgeführt wird. Ja. Grundsätzlich wäre das auch eine super schlechte Idee. Das können Sie sich jetzt mal überlegen. Also warum ist es eine schlechte Idee, wenn ich sage, oh, mach mal hier einen Systemcall, um zum Beispiel auf die Kamera zuzugreifen oder eine Datei zu laden. Und um das zu machen, geh mal bitte an diese Stelle im Speicher. Das würde mir ja prinzipiell erlauben, dass ich jede beliebige Stelle anspringen kann und jeden beliebigen Code ausführen kann. Und damit könnte ich ja das System mehr oder weniger übernehmen, weil ich, sag ich mal, auch Schadcode ausführen kann an der Stelle. Also deswegen möchte ich das nicht. Und die Lösung an der Stelle ist, wenn ein Betriebssystem bootet, und das ist ja immer das Erste, was bootet, dann wird etwas erstellt, das nennt sich Trap Table, und die wird eben zu dieser Bootzeit erstellt. Beim Booten befindet sich das System immer im Kernel-Mode. Das heißt, da bin ich noch nicht in diesem User-Mode. Das Betriebssystem sagt dann der Hardware, welcher Code bei welchem Ereignis ausgeführt wird. Also bei welcher IO-Operation wird welcher Code ausgeführt. Dann informiert das Betriebssystem die Hardware über diese sogenannte Trap Handlers, bevor dann irgendwelche Programme im User-Modus ausgeführt werden. Ja. Und jetzt kann man sich einem überlegen, was könnte man denn anstellen, wenn man eine eigene Trap Table installieren oder initialisieren könnte. Ja, das heißt, wenn ich an diese Stelle von einem Betriebssystem rankomme, im Bootvorgang, und kann entsprechend sagen, okay, wenn diese IO-Operation auf Hardware ausgeführt werden soll, dann führt den und den Code aus. Das ist ja das, was das Betriebssystem macht. Und ich könnte das verändern. Das wäre ein Angriffsvektor in meinem Betriebssystem. Da würde ich mich eigentlich reinhacken und sagen, in dem Moment, wo ich das verändern könnte, dann habe ich eine Stelle gefunden, wo zum Beispiel ein Programm, das gar nicht mir gehört, in eine Datei schreiben möchte. Aber neben dem Schreiben habe ich da vielleicht noch anderen Code hinterlegt, ne, durch diese Trap Table, und kann da zum Beispiel auch ein System übernehmen oder bestimmte Operationen ausführen, die das Programm eigentlich gar nicht möchte. Ne? Also das ist so genau ein Angriffsvektor, den man an der Stelle fahren kann. Ne? Genau. Damit bin ich eigentlich im Groben schon fertig für heute. Sogar eine halbe Stunde früher als ursprünglich geplant. Wie gesagt, Rückfragen fehlen halt an der Stelle und der Praxisteil fehlt auch an der Stelle. Das heißt, wir sind ein bisschen früher durch mit dem eigentlichen Inhalt. Als Hausaufgabe für nächstes Mal wäre meine Bitte, Prozesse, Process API
und Direct Execution, also die drei Themen, die ich jetzt heute vorgestellt habe, die drei Kapitel nochmal zu lesen. Die sind gar nicht so umfangreich in dem Buch, ist halt auf Englisch, ist aber, finde ich, recht gut und unterhaltsam geschrieben. Lesen Sie die nochmal durch und bei Fragen oder Unklarheiten stellen Sie die entweder im Chat, nicht im Chat, doch im Chat oder im Forum, und dann besprechen wir die das nächste Mal am Anfang auch. Dann gehen wir da nochmal einfach durch. Und jetzt kam ja nochmal die Frage nach einem Stack. Also, Sie haben jetzt einen Speicherbereich. Das ist erstmal das hier. Das ist alles Speicher, den wir haben. Ja. Das ist alles Speicher. So. Und dann haben wir ja Adressen von Speicher. So. Ich nehme jetzt einfach mal 0x00. Das ist das Einfachste. So. Da wären wir hier ganz unten an der Stelle von Speicher. Und angenommen, hier liegt irgendein Datum drin. Das kann man sich jetzt überlegen, was das entsprechend ist. Irgendeine Variable, ein Integer. Oder vielleicht einfacher ein Zeichen, ein Char. Ein Char hat 8 Byte. So, das heißt, die nächste Adresse hier oben wäre, dass ich das mal richtig mache jetzt, das müsste die 8 sein. Ne? Also 8, einmal 8 hochgezählt. Oder 8, genau 8 Bit hochgezählt. Dann wären wir jetzt genau an der Stelle. Jetzt versuche ich das mal ein bisschen anders darzustellen. So. Und was ist jetzt ein Stack? Können Sie sich so vorstellen, ich habe die nächste Variable, die packe ich da oben drauf. Und die nächste packe ich da oben drauf, also wirklich auch in einem Ablauf. Und das ist eine Operation, die nennt sich im Stack, das ist immer ein Push. Ja? So, das heißt, bei einem Push habe ich hier gemacht zum Beispiel einen Push A. Das heißt, ich habe hier ein A draufgelegt, ich habe hier ein B draufgelegt. Ja, das ist die Operation, die bei einem Stack ausgeführt wird. Ja, das wäre dann Push B. Dann machen wir nochmal einen Push C an der Stelle. So. Und ein Push D. B, C und hier fehlt noch das D. So. Da ist noch das R und das D. So. Und der Stack hat jetzt als Datenstruktur folgende Idee. Sie können nicht wahlfrei auf den Speicher zugreifen. Ja, das heißt, ich weiß zwar, wo der Stack anfängt, ne, wenn ich diese Bottom-Adresse habe, das ist das, was ich auch bei diesem Kontext mir merke, aber die Daten werden quasi so aufeinander gelegt. Ob das jetzt Instruktionen oder Werte sind ist, oder Variablen sind, ist erstmal egal. Genau, da kommt jetzt die Frage, in welcher Reihenfolge wird der Stack dann ausgeführt, von unten oder von oben. Genau das ist das, was ein Stack ausmacht. Mit dem Push wird immer, das macht es vielleicht auch nochmal klarer, mit dem Push wird ein Datum immer oben drauf gelegt. Das ist ein Stapel. Ja? Und die nächste Operation, die es jetzt gibt in einem Stack, das ist Pop. Ja? Das wäre dann das fünfte, was ich an der Stelle ausführe. Und bei einem Pop gebe ich überhaupt nicht an, wo ich die Daten eigentlich lesen möchte, sondern ich mache das gerade noch ein bisschen hübscher. So. Ich sage einfach nur Pop. Und wenn ich dieses Pop ausführe, bekomme ich an der Stelle das D, also das oberste. Ja? Ja, das heißt, ich nehme wirklich den Wert, der an der Spitze, genau da steht er schon, an der Spitze kommt. Das heißt, nach dieser fünften Operation würde der Stack wieder so aussehen. Das heißt, ich habe das Pop gemacht. Es gibt noch eine andere Operation, das ist Peak. Ja, das liefert mir den gleichen Wert, nur wird hier das nicht gelöscht. Das heißt, da würde das D oben bleiben. Das heißt, da kann ich einfach nur mal reinschauen, was quasi drin liegt. So. Und
in dieser Reihenfolge wird der Stack dann ausgeführt. Das heißt, da, wenn ich das mit den Pops dann runterlese, dann gehe ich von oben quasi runter. Das ist immer dann First In, genau, Sie haben es ja genannt, First In, Last Out. Das heißt, das Letzte wird immer rausgeholt. Das Gegenteil dafür wäre eine Queue. Bei einer Queue, halt Moment, First In, genau, Last Out ist es dann. Exakt, das Gegenteil wäre eine Queue. Da würde quasi das, was Sie als erstes reinschieben, hinten wieder rausfallen. Ja, ist da der Unterschied klar, ungefähr? Anhand von den Bildschirmen? Okay. Hoppala. Das Bildchen lasse ich dann einfach drin. Das mache ich nochmal ein bisschen hübscher und lasse das dann direkt in der Folie mit drin. Also wenn ich dann nochmal einen Pop mache, das schreibe ich noch dazu, dann dürfte das wieder klar sein. Beim sechsten Mal würde mir das Pop dann eben das C liefern und so weiter.